Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zur Synology Distillation. Und im letzten Video hatten wir uns bereits mit Synology Drive und Office-Möglichkeiten ein wenig beschäftigt. Doch Synology Drive bietet natürlich deutlich mehr Möglichkeiten als die bisher gezeigten. Deshalb wollen wir hier in diesem Video noch ein wenig weiter darauf eingehen und dafür habe ich ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Unsere ursprünglichen Beispieldateien, die wir ursprünglich unter eigene Dateien hatten, habe ich jetzt in den Ordner Sync gelegt. Damit stehen mir diese Dateien, wenn ich das möchte, direkt auf meinem PC zur Verfügung. Ich kann die dort synchronisieren lassen und ich habe bei der Synchronisierung verschiedene Möglichkeiten. Deshalb werden wir uns jetzt einmal diese Möglichkeiten ein wenig genauer anschauen. Hierfür habe ich hier einmal den dazu gehörigen Ordner auf meinem PC. Die Einrichtung einer solchen Synchronisierung überspringe ich jetzt einmal, aber ein solcher synchronisierter Ordner mit der Synology Disk Station bekommt eine zusätzliche Spalte, das ist die Spalte Status. Diese Spalte Status kennt verschiedene Symbole und zeigt damit verschiedene Status an. Einer von diesen ist der Status der Wolke, das heißt, alle diese Dateien liegen zurzeit in der Cloud vor. Die liegen ausschließlich in der Wolke auf meiner Synology Disk Station und können aber jederzeit von dort aus abgerufen werden, und zwar genau in dem Moment, wenn ich diese Datei hier einmal doppelklicke und öffne. Wir sind schon. Erst kommt so ein kleines Synchronisierungssymbol, die Excel-Datei öffnet sich, wir sehen den Inhalt der Excel-Datei und wenn ich den jetzt schließe, hat sich das Symbol gewandelt von einer Wolke zu einem kleinen Kreis mit einem grünen Haken darin. Das heißt, diese Datei wurde jetzt mit dem aktuellen Status einmal hier abgerufen und liegt vor Ort. Weitere Synchronisierungen würden quasi dann stattfinden, wann immer ich die Datei wieder öffne, so sich dann auch die Datei auf der Gegenstelle, also auf der Synology Disk Station, geändert hat. Eine weitere Möglichkeit ist das dauerhafte Binden der Dateien an meinen PC. Das sorgt dafür, dass diese Dateien dauerhaft synchronisiert werden und nicht nur bei Abruf. Ich habe dann hier im Kontextmenü die Möglichkeit Synology Drive und ich kann diese Kopie dauerhaft lokal anheften. Wenn wir das tun, synchronisieren wir und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier einen anderen Kreis, nämlich nicht einen weißen Kreis mit einem grünen Haken, sondern einen grünen Kreis mit einem weißen Haken. Das heißt, diese Datei ist dauerhaft hier in meiner Synology Disk Station verortet und verhaftet und wann immer es zu einer Aktualisierung kommt, wir machen das jetzt mal kurz parallel, wir öffnen die Datei in der Synology Disk Station. Fügen hier eine neue, anders, neue Zeile hinzu, speichern die Datei und schließen das Ganze wieder. Wir haben es jetzt 13.45 Uhr. Wenn wir nun noch einmal den Ordner öffnen, sehen wir, dass sich der Zeitstempel hier einmal geändert hat, 13.45 Uhr. Das heißt, diese Datei wurde automatisch sofort synchronisiert und beim Öffnen der Datei, da wir hier ein Synology-Dokument haben, landen wir dann in diesem Fall jetzt hier auch direkt im Synology-Dokument, wobei hier jetzt leider der falsche Zugriff gewählt wird. Das ist ein wenig ungeschickt, aber ich denke, das können wir beheben, indem wir hier einmal den internen Link benutzen und dann landen wir direkt aus dem Ordner in der Synology Disk Station. Der Fehler beim Aufruf kommt jetzt tatsächlich daher, dass ich hier
intern jetzt zurzeit den internen Namen der Synology Disk Station nutze, der in meiner Fritzbox hinterlegt ist und nicht den Link oder den Aufruf, den ich nutzen würde, wenn ich aus dem Internet darauf zugreifen würde. Das heißt, wann immer ich solche Aufrufe mache, würde der Aufruf über das Internet geschehen und hier dementsprechend dann, wenn es ein Synology Office Dokument ist, auch im Browser geöffnet werden. Das heißt, dieses zusätzliche Kontextmenü über, upala, nein, das wollen wir nicht tun, wir wollen es nicht mit dem Defender überprüfen, steht jetzt hier zur Verfügung und ich kann auch, wann immer ich möchte, weil ich vielleicht den Speicherplatz freigeben möchte, diese lokale Kopie wieder vom PC lösen. Dann ist jetzt noch die gegenwärtige Kopie da, aber alle neueren Kopien werden nicht mehr synchronisiert. Neben der eigentlichen Synchronisierung gibt es auch noch das Backup. Und beim Synchronisieren gibt es auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Und auch darauf möchte ich kurz eingehen, bis ich dann im nächsten Video noch ein paar weitere Möglichkeiten zeige, die Synology Disk Station bietet, wenn man Drive nutzt. Wir haben hier also diese Datei bzw. diesen Ordner und diese Synchronisierungsaufgabe. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon, das ist eine Zwei-Wege-Synchronisierung. Das heißt, diese Synchronisierung schaut auf beiden Systemen nach, wo Veränderungen getätigt wurden und hält diese Veränderungen dann gegebenenfalls auch auf beiden Seiten fest. Wir können das Ganze auch auf Einwegsynchronisierung umstellen. Das heißt, wir schauen uns hier nur Veränderungen an, die auf dem lokalen PC geschehen und synchronisieren die wiederum in die Cloud. Und es gibt natürlich genau die Möglichkeit, Daten nur von der Synology Cloud herunterzuladen, aber den Weg nicht in die Cloud hochzugehen. Diese Einweg-Cloud, die hat ein bisschen etwas von einem Backup. Schließlich schreibt sie alle Daten, die hier lokal vorhanden sind, einmal auf die Synology Cloud und zwar immer dann, wenn sich Daten verändern. Diese Einweg-Synchronisierung ist aber etwas anderes als ein Backup, da sie tatsächlich sich auch auf den Status der Symbole oder beziehungsweise der Ordner, der Dateien, der Dokumente auf beiden Systemen anschaut, bevor sie synchronisiert und erst synchronisiert, wenn tatsächlich da auch ein Synchronisierungsbedarf vorhanden ist. Und es gibt noch die Möglichkeit des Daten-Backups. Hierfür habe ich jetzt einen anderen Ordner ausgewählt, aber auch den kann man jederzeit einfach sichern. Dafür sieht man hier im Synology Drive hier einen neuen Ordner, den Ordner Backup, der nun die Verzeichnisstruktur meines PCs bis runter in den Testordner vorhält und hier auch ein Backup durchführt. Das heißt, wenn wir hier einmal in den Testordner gehen und hier ein zweites Textdokument erstellen, dann wird dieses Textdokument relativ zügig auch in die Synology Disk Station gebackupt. Und wir haben hier, wenn wir uns das Ganze anschauen, einmal als Sicherungsquelle eben diesen Testordner ausgesucht. Wir backuppen den hier oben und haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu backuppen. Wir haben eine kontinuierliche Datensicherung, das heißt, immer dann, wenn sich etwas hier ändert, werden grundsätzlich die Daten einfach auch in die Synology Disk Station geschrieben, unabhängig davon, ob die Daten auf der Synology Disk Station nicht vielleicht auch vorhanden sind oder doch nicht vorhanden sind. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze manuell auszuführen oder einfach eine zeitlich geplante Sicherung zu einer festen Zeit zu übernehmen. Hier sieht man dann im letzten Schritt auch noch die Einstellungen für die Synchronisierung, grundsätzlich die hier vorgenommen werden. Okay, die letzte Sicherungsaufgabe wurde um 13:50 Uhr abgeschlossen. Das heißt, das war gerade eben, als wir hier
eine Datei um 13:50 Uhr erstellt haben. Das heißt, wenn wir hier einmal den Ordner kurz wechseln, sehen wir, das heißt, ohne unser Zutun, ohne dass ich etwas aktiviert habe, hat die Synology Disk Station bzw. der Synology Drive Client automatisch hier die Synchronisierungsaufgabe für den, nein, die Backup-Aufgabe für den Nutzer übernommen. Und wenn wir jetzt hier noch einmal kurz auf dem lokalen PC ohne Edge auf dem lokalen PC diese zweite Datei überarbeiten, das Ganze speichern. Dann bekommt auch diese zweite Datei ja einen neuen Zeitstempel. Wir wechseln hier einmal den Ort. Dann sehen wir hier auch sofort, ist jetzt die Datei überhaupt mit Inhalt da. Das heißt, das automatische kontinuierliche Backup hat erkannt, dass es hier eine Veränderung innerhalb des Ordners, innerhalb der Datei gab, hat diese Datei sofort auf meine Synology Disk Station geschrieben. Und da es jetzt ein Textdokument ist, kann ich mir das tatsächlich hier auch direkt auch noch anschauen. Und somit habe ich also über die Synchronisierungsmöglichkeiten verschiedene Möglichkeiten, Daten direkt vorzuhalten oder zumindest auf Abruf immer auf meinem Gerät verortet zu haben oder aber die Möglichkeit, direkt Dateien auf die Synology Disk Station zu schreiben, damit persönliche Ordner oder Dateien nie wieder verloren gehen. Okay, das soll es hier mit diesem Video zum Synology Drive gewesen sein. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis bald.